Also ich habe wie immer keine Ahnung, ob das jetzt funktioniert, aber ich fange jetzt mal einfach an zu reden. Ist der fünfte oder sechste Livestream, den wir machen, wir sind noch immer nicht klüger geworden. Falls ihr uns seht, schreibt doch einfach mal gerne unten rein, damit wir wissen, ob ihr da seid, ob wir da sind. Ja, es sieht gut aus. Ich glaube, es sieht gut aus, ja. Also es sieht nicht ganz so gut aus, was mir sehr leid tut, weil irgendwie hat dieses OBS-Streaming-Software-Gerät-Dingens unsere Kamera heute nicht erkannt und deswegen machen wir das heute einfach ganz pushmäßig über die Webcam vom MacBook. Ich finde, so schlecht sehen wir jetzt auch nicht aus. Kann man diskutieren. Auf jeden Fall herzlich willkommen am Ende der Welt. Ja, genau. Wir grüßen euch in die Schweiz, in ja überall hin. Ja, schreibt mal rein, wo ihr her seid. Genau. Also, first things first. Nachdem wir ja jetzt nur noch 4 Stunden Zeitunterschied zu euch haben, sonst war es ja immer so mehr, wie wir es weiter im Norden gemacht haben, war es immer so 8-9 Stunden. Vormittags ist es ja immer so ein bisschen, da kommt es glaube ich nicht so gut, aber jetzt nachdem wir, was haben wir, schon fast 5 Uhr haben, hier kann ich endlich mit euch mal ein Bier trinken. In diesem Sinne Prost, heute ein ganz männliches hier. Auf euch. Du wirst doch jetzt nicht Farben in Geschlechter zuweisen. Sowas macht man doch nicht. Was macht man da? Okay, Grüße aus Südfrankreich. Wunderschön. Köln. Bremen aus Köln. Und Hamburg, dem Sauerland. Sao Paulo, schau mal an, Engelbert. Schwarzwald, Berlin. Ja, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Prost, Michael. Wir haben ja auch was zum Feiern. Ja. Denn, also ihr habt das ja sicher an dem Bildchen gesehen, wir haben die Panamericana beendet. Ist das nicht unglaublich? Ich meine, im Video sind wir quasi ja mit Panama noch mittendrin gewesen, aber jetzt im realen Leben sind wir ganz unten angekommen. Es ist verrückt, aber wir haben tatsächlich in 530 Tagen von Taktoyaktak bis nach Ushuaia die Panamerikaner gemacht. Ja, und hier jetzt auf einem Gratis-Campground Weihnachten verbracht, indem wir in unserem Auto gesessen sind und nach draußen den anderen Campern zugeschaut haben, wie sie ein schönes Weihnachtsfest hatten. Ja, das war ein bisschen bitter, das war ein bisschen Strafverschärfung, weil wir extra hierher gefahren sind, weil man hört immer so, ja, Weihnachten Ushuaia, das ist so der Treffpunkt für alle, die auf der Reise sind. Wir haben gedacht, geil, da machen wir mit. Haben wir auch nur vom Fenster aus. Ja. War ein bisschen traurig. Also an alle, die da draußen waren und uns nicht gesehen haben, es tut uns fürchterlich leid, aber wir wollten hier nicht unsere Viren verteilen. Ja. Deswegen haben wir wehmütig aus dem Fenster zugesehen. Also insbesondere ich bin am 24. einfach mit Fieber und Gliederschmerzen aufgewacht und ja, dann war das ein Fernsehschau, Lese, Familientelefoniertag für uns. Ich meine, gibt Schlimmeres, sagen wir es mal so. Aber hier waren ungefähr 20, 30 Overländer, die sich getroffen haben. Und das hat nett da draußen ausgesehen. Das wäre sie ja auch nett gewesen. Ich bin irgendwann mal so um 4:30 mal Pipi gegangen. Da standen die Leute noch immer da draußen, also es scheint ein erfolgreiches Weihnachten gewesen zu sein, zumindest für die anderen. Es sei ihnen gegönnt, wir waren leider nicht am Start. Ja, wir wollen das übermorgen ein bisschen nachholen, da treffen wir nämlich 5 andere Reisende, mit denen wir dann von Panama nach Cartagena verschifft haben. Also nicht ganz auf dem gleichen Schiff, weil viele ihr Fahrzeug in einem Container hatten, aber mit denen waren wir zusammen bei der Overland Embassy und wir haben uns alle abgemacht gehabt. Wir treffen uns zum Ende des Jahres hier unten und ein Pärchen hat eine nette Unterkunft gebucht und da machen wir dann am 28. so ein bisschen Weihnachten 2.0. Genau. Nachholen. Mit Second Router waren wir, ich weiß nicht, wer von euch auf Instagram auch noch unterwegs ist, aber da sind wir ja ein bisschen weiter als auf YouTube.
Aber mit Second Route waren wir ja jetzt in Patagonien viel unterwegs. Das sind die mit dem Toyo, mit dem Aufstelldach. Und die haben sich hier verdienterweise eine Airbnb gegönnt, so eine nette Hütte. Und da wären wir eigentlich am 25. gewesen. Auch das ist flach gefallen. Ja. Naja, jetzt es war dafür nur kurz und heftig. Heute Morgen sind wir beide wieder fit aufgewacht und waren uns sicher, dass wir diesen Live-Chat hier mit euch meistern können. Ja, hallo an alle, die noch dazugeschalten sind. Von Tresina sehe ich da wieder Hamburg. Ja. Sehr schön, sehr schön. Ja. Ungarn, sehr schön. Hallihallo. Grüße an den Emil und den Otto. Unterfranken, Bremerhaven, Montgenèvre. Schau an, schau an. Ganz, ganz verteilt. Ja. Der Boiler ist tatsächlich noch dicht. Wir haben auch seit dieser Spaßaktion den Boiler nicht mehr elektrisch beheizt. Wir heizen den jetzt nur noch mit Diesel oder während der Fahrt über den Wärmetauscher. Damit sollte es auch zu keiner weiteren, sagen wir mal so, Korrosion kommen und nicht wieder zu so einem widerlichen Dochfraß. Bis jetzt hat der auf jeden Fall hat die Schweißnaht gehalten und der Boiler ist uns nicht mehr ausgekommen. Das heißt nicht, dass wir das letzte Mal Wasser in der Kabine hatten, aber der Boiler ist uns nicht mehr ausgeraunen. Da hatten wir nochmal Wasser? Ja. Habe ich verdrängt. Ja. Irgendwann verdrängt man. Wir hatten sogar noch zweimal Wasser im Auto. Aber ich spoilere jetzt mal nichts. Da müsst ihr wohl oder übel auf Staffel 5 warten. Ja, einmal kann ich mich erinnern, aber das war nicht so tragisch. Das andere Mal kann ich mich nicht erinnern. Hm. War beide Male nicht tragisch, aber es war nicht das letzte Mal. Zweimal schwimmen. Ja, Bescherung gab es nicht, aber das ist bei uns auch nicht so üblich. Tate und ich, wir haben uns vor ein paar Jahren schon vor der Reise mal ich will gar nicht sagen, darauf geeinigt. Das war eigentlich mehr so ein Entschluss oder ein Gutbefinden, dass wir uns eigentlich nur dann etwas schenken, wenn wir wirklich eine Idee haben und wissen, der andere will das schon lange haben und ich weiß auch genau was und ich weiß auch genau, dass ich demjenigen, also ich ihm, er mir eine Freude damit macht. Und nicht genau jetzt noch das Falsche auswähle und das ist idealerweise eigentlich nicht an solch Festtagen, sondern eher dann, wenn man es am wenigsten erwartet. Das ist jetzt in letzter, also abgesehen von einer speziellen Sache auf dieser Reise, etwas weniger vorgekommen, weil es uns beiden eigentlich wirklich so geht, dass wir einfach keine Wünsche haben. Ich meine, wir leben... Sie hat mich, was soll sie sich denn da wünschen? ja, kein Kommentar. Schön, schön aus dem Konzept gebracht. Ja, nein, wir schenken uns nichts, außer es gibt was man wissen, der andere wünscht sich und dann kommt das meistens irgendwo aus der Hüfte geschossen, aus dem Nix, einfach als Überraschung. Aber findet man besser, als so an fixen Tagen irgendwas kaufen zu müssen. Ja, und eben, manchmal fragen wir uns so gegenseitig, du, wenn wir jetzt zu viel Geld hätten oder auch nicht, was steht so auf deiner Wunschliste? Und wir stellen dann eigentlich meistens fest, also gerade was Materielles anbelangt, fallen uns meistens nur Dinge ein, die irgendwie kaputt gehen. Also das sind so dann irgendwie Schuhe oder Artus Uhr ist vor kurzem kaputt gegangen. Ich habe meine Sonnenbrille seit fünf Jahren, die schaut nicht mehr gut aus. Da möchte ich mir dann in Europa mal eine neue besorgen. So Sachen, aber das sind Kleinigkeiten und eben meistens eher wirklich dann, wenn was kaputt geht. Ja, aber wir mögen das so. Und wir leben ja unsere Wünsche anders wie dann aus. Ja, hat man mehr Geld für Diesel. So, jetzt schaue ich da mal in die Fragen rein. Kennst du denn überhaupt welche? Wie geht es die nächsten Wochen weiter? Das ist eine gute Frage. Da kommen wir ja mal zu einer Überraschung, die ich quasi bekommen habe.
Wir wollten eigentlich, also wollten, wir haben lange hin und her überlegt, ob wir in die Antarktis fahren, wenn wir denn schon einmal hier unten sind. Und haben so viel Gutes gehört und wurden von so vielen Menschen bestärkt, so, ja, mach das. Ich meine, wann ist man schon mal da unten? Und wir sicher auch das einzige Mal in unserem Leben. Und man hat halt die Chance, hier Last-Minute-Angebote zu bekommen, die bis zu 80% reduziert sind von den Originalpreisen. Und dann hatte ich mich für so ein Newsletter angemeldet. Dann haben wir einmal ein Angebot, ein ganz gutes bekommen. War dann, habe ich gesagt, ja, nehmen wir. Wurde dann irgendwie zurückgezogen, haben wir nicht bekommen. Dann kam ein zweites Angebot und dann habe ich wieder gleich gesagt, ja, nehme ich. Und dann schreibt sie mir zurück, ja, es war jetzt das letzte und es ist jetzt ausverkauft. Und dann hat das quasi der Atem mir vor der Nase weggeschnappt und mich ein paar Tage später damit überrascht, dass wir nun in die Antarktis fahren können. Ja, also das steht an. Wir haben einen Termin. Es geht am Freitag auf die Fähre. Richtig? Ja, für 10 Tage. Schiff, nicht Fähre, aber ja. Was ist der Unterschied? Die Fähre fährst du rauf und bringt dich wohin und lässt dich dort wieder weg. Das ist nur so semi-richtig. Klugscheißer-Modus auf. Klugscheißer mag niemand. genau, also da kommen wir am 8. Januar wieder. Und dann geht's Richtung Norden. Der Yoda wird ja von Uruguay nach Hause verschifft. Da sind wir auch gerade schon am Anfragen nach Angeboten. Aus momentaner Sicht wird das höchstwahrscheinlich Mitte März geschehen, dass Yoda aufs Schiff geht. Wir würden gerne noch versuchen, einen Schlenker über Paraguay und Brasilien zu machen. Also Schlenker, damit meine ich wirklich rein und auch bald wieder raus aus dem Land. Aber da müssen wir einfach schauen, was die Zeit hergibt. Das ist mal so der Plan. Ich scroll mal ganz kurz. Hallo Josef, schön, dass du hier bist. Ja, wie geht's weiter? Haben wir jetzt so ein bisschen gesprochen. Arthur, Corona war es übrigens. Corona war es nicht, haben wir getestet. Gottes Geschenk an die Menschheit. Sehr schön, Tom. Tom Tölpel, gefällt mir. Ja, ungefähr so. Nicht ganz so, aber ungefähr so. Habt ihr eine Schwester mit derselben Einstellung? Schwestern haben wir genug. Die sind aber leider verheiratet, verlobt. Meine jüngere Schwester ist Single. Die habt ihr sogar schon im Video kennengelernt. Richtig, stimmt. Pauline, stimmt. Du wirst jetzt verkuppelt. Pauline, wir verkaufen dich jetzt an den Höchstbietenden. Sowas kannst du doch auch nicht sagen. Sehr schön. Immer schön den Ball flach halten. Fotos, wie ihr Daten sichert. Okay, großes Thema, weil ich ein bisschen ein großer Fan von Datenschutz bin und Datenschutz und Datensicherungskram-Ding. Wir haben grundsätzlich zu Hause ein Synology NAS, auf dem all unsere Daten landen. Wir nutzen keine Clouds und keine Internetanbieter für gar nichts. Wir haben alles bei uns auf unserem NAS. Jetzt während der Reise haben wir das Ganze einfach aufgrund der Datenmengen, weil ich nicht die ganzen Terabyte an Daten einfach nicht hochladen schaffe mit der Internetverbindung, selbst nicht mit dem Starlink, haben wir das so gemacht, dass wir uns 4-5 Terabyte Platten gekauft haben. Auf zwei der 5 Terabyte Platten kommen jeweils die Rohdaten, die noch nicht verwendeten. Wenn sie verwendet wurden, kommen sie die Daten inklusive dem Projekt, zum Beispiel jetzt, wenn wir eine Episode machen für YouTube, ist das ein Ordner mit dem Projekt, den ganzen Rohdaten, und der fertige Ordner kommt dann auf den zweiten Plattenset. Das heißt, wir haben einmal gespiegelt die Rohdaten und einmal gespiegelt die fertigen Daten. Immer, wenn wir das Auto verlassen, haben wir ein Set der Rohdaten dabei und ein Set bleibt im Auto. Sprich, werden wir
unterwegs in irgendeiner Stadt überfallen, sind zwei Festplatten weg, aber wir haben noch immer alle Daten. Sind wir in der Stadt und unser LKW brennt ab, haben wir auch noch immer all unsere Daten. Und einmal waren wir ja zu Hause und haben eine fertige Festplatte mitgenommen. Das heißt, wir sind jetzt mit einmal fertigen Rohdaten, die sind zu Hause, die liegen beim NAS. Und alles, was wir seither benutzt haben, ist entweder auf den Rohdatenplatten oder auf den fertigen Platten. Ja. Ich glaube, so schnell zusammengefasst. Fragen dazu? Es war eigentlich vorhin ein bisschen mehr die Frage eigentlich auf Fotos ausgelegt. Ich war selber überrascht, als ich nachgeschaut habe, konnte das aber sehr schnell sehen im Lightroom, dass wir 13.000 Fotos seit Start in Halifax fotografiert haben. Ungefähr, weil wir da halt einfach die Ordner haben und da zeigt es immer an, wie viele Fotos da drin sind. Also die kommen mal ins Lightroom, alle einfach mal. Ich bearbeite oder wir beide bearbeiten dann eine Auswahl dieser Fotos, nicht alle, die, weil man knipst ja doch immer ein bisschen mehr. Und die Fotos werden in der Tat von unterwegs auf unser NAS hochgeladen. Die fertigen, richtig, ja. Genau, die bearbeiteten. Und dann machen wir auch immer noch dann Fotoalben für Familie, dass sie auch quasi mehr als auf Instagram da noch mit den Fotos unsere Reise verfolgen können. Wie viele Monate hinken wir hinterher? Kannst du schauen, ist bei jedem Video im Intro das genaue Datum? Ich weiß es nicht, es dürfte ein halbes Jahr, ein bisschen über ein halbes Jahr sein. Genau, aber es in jedem schon, Intro ja, sieht man immer Episode und dann drunter ist das Datum. Ganz zum Schluss. Kam schon öfter mal die Frage, wann war das und so. Das ist immer, ja, ich glaube, das Letzte, was eingeblendet wird beim Intro. Das Letzte, also das ist immer die Flagge, die drinnen ist, in dem Land, in dem wir sind. Und dann kommt Episode so und so und darunter das Datum. Genau. Der Zeitraum, den das Video umfasst. Ich habe es jetzt eingegeben, das letzte Video hat einen langen Zeitraum umfasst, weil wir da auch zwischendurch daheim waren. Das war, glaube ich, bis 10. Irgendwann Juli. Juli muss gewesen sein, ja, aber Mitte Juli waren wir dann in Kolumbien. Ja. Falls es irgendwie lärmt oder oder wackelt, wir sind in Patagonien, es geht der Wind, der Sturm wie immer, uns schüttelt es ein bisschen durch, obwohl wir uns klugerweise immer mit der Nase nach Westen stellen, weil es hier einfach so dermaßen stürmt, dass ich in meinem Halbschlaf sonst immer Schiss habe, dass uns irgendwann mal der LKW umfliegt. Mit dem LKW kommt man übrigens nicht in die Antarktis. Nee, der schwimmt nicht so gut. Der schwimmt nur einmal. Sie sind da auch sehr streng. Da fahren, also auf die Antarktis selber dürfen irgendwie pro Tag nur 100 Leute. Oder es dürfen nur 100 Leute gleichzeitig drauf sein. Aber es wird doch alles wohl desinfiziert. Gerade eben habe ich von den fernen Zielen gehört, die auch mit uns in die Antarktis fahren, dass man wohl gar nicht seine eigenen Schuhe anzieht, weil man da so viel Dreck mitnimmt, sondern von denen auch Schuhe bekommt. Alles wird desinfiziert. Also da kommt kein Fahrzeug rauf. Das geht mit einem Schiff. Und die nächste Frage ist Australien nicht. Erstmal. Erstmal nicht. Nein. War mal schon mal 2019, aber nur 3 Wochen an der Ostküste. War aber sehr, sehr cool. Ich glaube, dass, ich meine, es würde mich zwar sehr reizen, mit dem eigenen Fahrzeug Australien zu machen, ich glaube, das zahlt sich ja wirklich nicht aus, wenn man nicht Jahre dort verbringt, weil ich glaube, eine Verschiffung damals, wie ich geschaut habe, waren irgendwie 10.000 One-Way und um 20.000 kannst du dir dort wunderbar ein Auto kaufen und nachher wieder verkaufen. Und die Australier sind auch super, super streng. So sauber kann man sein Auto, glaube ich, gar nicht machen. Auch, aber ist halt sehr aufwendig und ja. Wann wir wieder in der Schweiz sind, so wir grob im Mitte des Jahres. Wir wissen es noch nicht genau. Wir müssen halt irgendwann zu unserem MFK-Termin. 2 Jahre, also wir haben ja im November haben wir unsere Erstzulassung bekommen, November 21.
21? Ja, ja, 21 haben wir unsere Erstzulassung gehabt und haben ihn dann extra Mitte März nochmal zum MFK zu einer erneuten Abnahme gestellt. Einfach, dass wir möglichst viel Zeit unterwegs haben, weil man 2 Jahre hat, bis man ihn wieder vorführen muss in der Schweiz. Das ist auch deutlich komplizierter als in Deutschland. Da ist nichts mit Überstellungskennzeichen und so weiter. Wenn die man kann ihn aber abmelden, glaube ich. Dass, wenn man jetzt weiß, man will länger, kann man ihn abmelden. Ja, das Problem ist aber, wenn du dann wieder in die Schweiz rein willst mit deinem Fahrzeug, weil das geht dann nicht so einfach, weil du in der Schweiz mit einem nicht zugelassenen Schweizer Fahrzeug nicht fahren darfst und dann kannst du nur irgendwie den auf den Tieflader stellen oder solche Späße und dann quer durch die Schweiz fahren und so. Das haben wir aber auch schon Leute gemacht. Es wird schon Lösungen geben. Es gibt Möglichkeiten, aber es ist ultra kompliziert und bei uns war es ohnehin eh immer der Plan, 2 Jahre später wieder in der Schweiz zu sein. Das heißt, und 2 Monate drüber kann man sein, das heißt Mitte Mai spätestens müssen wir mal in der Schweiz gewesen sein, um ein MFK neu machen zu lassen. So. Wir haben dann noch keine Jobs. Ich meine, es ist jetzt noch ungefähr ein halbes Jahr hin, aber es war jetzt gerade so dieses, wir wollen hier unten ankommen, wir wollen die Antarktis-Tour machen und die Verschiffung organisieren. Und das Thema Jobs ist definitiv gerade schon auch auf dem Tablett. Also wir schauen uns langsam um. Ein halbes Jahr ist, sagen viele, ist fast zu früh, weil meistens, wenn was ausgeschrieben wird, wollen die Leute einen wie gleich haben. Aber ja, mein persönlicher Gedanke für mich wäre eigentlich ab Juni wieder arbeiten zu gehen. Wo wir genau landen werden, mal schauen, ist noch offen. Genau. Habt ihr Jobangebote für uns? Genau, nehme Jobangebote, biete blöde Kommentare. welche App nutzt ihr für Bitcoin? Geile Frage. Kommt drauf an, mehrere. Bitcoin Lightning, also Lightning-Netzwerk von Bitcoin, würde ich empfehlen, wenn man den eigenen Node zu Hause stehen hat, würde ich SUSE empfehlen. Sonst, also SUSE gibt es jetzt seit neuestem auch mit eigenem eingebauten Lightning-Node, das ist ganz cool. Wie heißt das Dingens jetzt? Phoenix, genau, Phoenix Wallet als Self-Custody-Variante oder Wallet of Satoshi, wenn es schnell gehen soll, als Custodial, aber die Empfehlung ist immer klar Self-Custody, sonst, also Bitcoin bringt einem wenig, wenn man es nicht selbst hält. Das ist ja eigentlich das Konzept von Bitcoin, dass du dein Geld selber verwaltest und niemandem vertrauen musst. Das ist jetzt Lightning und was Bitcoin On-Chain betrifft, gibt es viele Varianten. Ich sage einfach nur, ich würde unbedingt eine Hardware-Wallet empfehlen und es nicht auf irgendeiner Exchange liegen lassen, weil dann ist man eben genauso wieder bei dem Problem, dass irgendjemand anderer die Schlüssel für einen hält und dann muss man wieder wem vertrauen und dafür ist ja genau das gegenteilige Konzept von dem, was Bitcoin soll. Ich kann Sparrow Wallet empfehlen, das gibt es für Linux und macOS, ich glaube auch für Windows und da halt einfach mit einer Hardware-Wallet zum Beispiel einer Cold Card oder Blockstream Jade oder einem Seedsigner oder... Jetzt ja. Werden es, glaube ich, ein bisschen zu viele Begriffe, die ja. Viele Leute einfach, nicht einfach haben. Googeln, was ich da jetzt gerade gelabert habe. Das sind so ein paar schnelle Empfehlungen. Warum seid ihr mit den Videos so spät? Ganz einfach... Wir reisen. Ursprünglich hat der Arthur ja ganz viel bei den Videos gemacht, auch am Anfang Instagram. Instagram habe ich dann so vor 1,5 Jahren übernommen und seit September, ich glaube seit den Mexiko-Folgen, habe ich jetzt auch mehr Videos geschnitten. Es kommt, außer wenn wir uns eine Pause gönnen, jede Woche ein Video raus und ja, es wird halt, je länger man ein Video macht, desto mehr Arbeit ist es auch potenziell. Die letzten beiden Videos waren 30 Minuten, einfach weil wir irgendwie wollten, dass wir hier zum Staffelende unten sind und mit euch den Livestream machen
können und weil das einfach ganz gut gepasst hat, dann noch ein großes Costa Rica, ein großes Panama-Video. Aber es ist die Arbeit einfach nicht zu unterschätzen. Wir schaffen einfach nicht mehr, wir wollen auch einfach nicht mehr. Das ist nicht so schnell gemacht, es ist manchmal auch vieles Nerviges dabei, müssen wir ehrlich zugeben. Wir werden uns jetzt auch eine kleine Pause gönnen nach diesem Staffelende. Einfach damit ihr weiterhin eine gute Qualität bekommt, weil wenn man keine Lust hat und wenn es keinen Spaß mehr macht, dann macht man halt auch keine guten Videos mehr und das ist nicht das, was wir wollen. Deswegen muss dann gerade, wenn man jetzt mal so eine Staffel abschließt, mal eine mehrwöchige Pause her, bevor es dann wieder weitergeht. Und ja, so zieht sich das halt mit diesen Pausen immer mal wieder, dass man, dass der zeitliche Abstand einfach immer größer wird. Richtig. haben wir Modifikationen zum Starlink-System gemacht seit dem Video? Funktioniert es auch während der Fahrt? Jo, haben wir eh schon gesagt, funktioniert auch während der Fahrt. Wir haben jetzt, ich habe mal gehört, dass sie angeblich in den USA bei den Leuten angefangen haben, sie in der Fahrt von der Geschwindigkeit her zu drosseln. Hätten wir jetzt nicht bemerkt, was ich noch gemacht habe. Da haben wir uns überlegt, kann man noch ein kurzes Video dazu raushauen. Ich weiß noch nicht, ob das nicht vielleicht dann eher ein Short wird oder so. Auf jeden Fall, ich habe oben das Kabel nochmal geschnitten und habe so einen externen RJ45, also so ein Ethernet extern für Outdoor Verbinder dazwischen geschnallten, weil wir dann jetzt praktisch die Box oben abstecken, vom Dach abschrauben können und mit dem Kabel, das wir noch von Starlink haben, das wir halt gekürzt haben, mit dem gleichen Connector, also ich habe den gleichen Connector einfach zweimal gekauft und mit dem gleichen Connector praktisch dieses Kabel sowie als Verlängerungskabel, als Ethernet-Verlängerungskabel einfach dazwischen schalten können. Falls wir mal verdeckt stehen, das haben wir eben in dem einen Costa Rica-Video, also letzte Woche, glaube ich, war das drin, haben wir das drin gehabt, wo wir halt einfach unter den Palmen gestanden sind und direkt drunter war halt nichts. Und dann haben wir einfach dieses 20 Meter Kabel genommen, haben die Starlink-Box einfach draußen auf den Sessel gestellt und auf den freien Himmel geschossen damit und dann hat das auch funktioniert. Das ist eine ganz coole Sache, das kann ich auch so weiterempfehlen. Im Verlauf ist uns dann irgendwann mal der Stecker noch eingegangen. Das ist wohl so eine klassische Schwachstelle bei den Starlink-Kasteln. Dann habe ich einfach noch diesen Stecker abgeschnitten und habe das weiße Kabel, das direkt aus dem Starlink rauskommt, einfach durch die Box durchgezogen und da einen neuen RJ45-Stecker angekrimpt und habe jetzt praktisch sämtliche Starlink-Stecker rausgenommen aus diesem ganzen System und einfach mit den ganz normalen Ethernet-Steckern die Verbinder gebaut und das funktioniert jetzt seither wieder absolut problemlos. Also das, was in den Router geht natürlich. Außer das, was in den Router geht. Da sind die Routerstecker dran. Genau. Ja. Weil ich meine, das mit dem Kabel, das war auch höchst wichtig, weil man kann ja keinen Tag ohne Internet überleben. Nein, aber es ist, mag komisch klingen, zu Hause ist man natürlich super daran gewöhnt, immer online und alles nachschauen zu können. Und auf Reisen ist man schon sehr viel abhängig davon. Angefangen einfach mit den Navigationskarten. Wir haben das ja am Anfang der Reise so gemacht, dass wir uns die Karten vorher runtergeladen haben, wenn wir irgendwo bei einem Walmart waren oder wenn wir einen Film schauen wollten, dann den Film runtergeladen haben und Musik und ein Hörbuch. Aber das ist dann einfach irgendwie logistisch, muss man sich immer organisieren. Und wenn man dann irgendwo im Nirgendwo ist, kein Internet hat und man braucht jetzt aber eigentlich Wasser oder einen Supermarkt oder einen Mechaniker und man hat dann kein Internet, dann ist halt blöd. Also es macht das Reiseleben schon viel einfacher. Ich wollte noch auf die Frage eingehen, ob wir unser Zuhause vermissen. Holger sagt, wenn ich reise, vermisst mich keine Sau. Das habe ich jetzt falsch verstanden. Aber ich glaube, die Frage kam nachher irgendwann auch nochmal. Also sprich einfach aus, was du dir gedacht hast. Also,
weil da vorhin auch jemand gefragt haben, wir sind von Panama nach Hause geflogen. Hatten wir irgendeinen speziellen Grund? Ich glaube. Wir mussten in die Schweiz. Aha. Ja, ja. Wir mussten in die Schweiz. Bürokratische Gründe, wir mussten in die Schweiz. Das war der Hauptgrund, stimmt. Ich hab vorhin mit den Fans hier geredet, ich konnte mich gar nicht mehr erinnern. Ja. Aber es hat sich auch einfach angeboten. Wir sind halt zusammen mit der Pauline dann in den gleichen Flieger gestiegen und haben dann, glaube ich, fast 3 Wochen zu Hause verbracht, dass es sich auch dann zumindest gelohnt hat bei meiner Familie, bei deiner Familie in Zürich. Und es war total schön, einfach Freunde und Familie nach so langer Zeit wiederzusehen. Und damals kann ich mich noch erinnern, dass es total leicht für uns war, auch wenn wir da ja nicht gearbeitet haben. Das hat es natürlich leichter gemacht, zu Hause zu sein. Wir haben es extrem genossen. Kleinigkeiten, das kann man jetzt gar nicht so kurz, finde ich, in Worte fassen. Aber einfach, dass Wasser aus der Leitung kommt und man sich darum nicht kümmern muss, dass man weiß, im Supermarkt um die Ecke kriege ich alles, was ich will. Ich muss nicht in mein Bett kriechen. Es ist nicht, hat nicht 40 Grad und 90% Luftfeuchtigkeit und es ist nicht, fährt nicht irgendein Auto vorbei. Ich weiß nicht, waren viele kleine Dinge, die insbesondere in Zentralamerika super, super anstrengend waren. Also das ist mir, liegt mir jetzt auch am Herzen, das ein bisschen auszuführen, weil unsere Videos zeigen immer eine Seite des Reisens. Wir machen die Kamera meist nur an, wenn wir Lust drauf haben. Wir machen die Kamera immer nur an, wenn wir Lust drauf haben. Und man sieht nie jetzt mal so 24 Stunden oder eine Woche komplett durch, wo halt auch wirklich viel... Wir könnten ja mal so einen Ein-Wochen-Livestream machen. Ja, ganz bestimmt. Nein, wo einfach auch dann wirklich ganz viele anstrengende Sachen dabei sind, die wir als anstrengend empfinden, die wir zu Hause nicht haben. Ich weiß, da sind Meinungen verschieden und manche andere sagen jetzt, sie sind viel lieber auf Reisen als zu Hause. Ich habe auch jetzt in Südamerika mindestens 2-mal so Heimweh gehabt, wo ich gesagt habe, ich vermisse einfach meine Freunde. Ich will mehr mit Menschen persönlich tratschen, die ich lange kenne. Ja, ich kann mit denen telefonieren, ich treffe hier viele Leute und trotzdem ist es was anderes, wenn ein Freundeskreis einfach irgendwie da ist. Ich habe auch einfach Alltag manchmal vermisst. Ich vermisse so Sachen wie in einen Tanzkurs gehen, in ein Fitnessstudio gehen. Keine Ahnung, was zu Hause, was man, wenn man es hat, erscheint es einem irgendwie als normal oder nicht als besonders und man schätzt es jetzt auch weniger. Aber ja, ich habe auf jeden Fall Phasen, wo ich das sehr vermisse. Was nicht heißt, dass das Reisen schlecht ist. Es ist vielleicht auch ein bisschen der Klassiker von The Grass is Always Greener. Also das, was man hat, schätzt man manchmal in den Momenten weniger als das, was man gerade nicht hat. Das ist mir bewusst, aber auch nicht änderbar. Also das ist, glaube ich, ganz normal. Ganz viele sitzen sicher zu Hause und den Kribbels und sie wollen viel lieber auf Reisen sein als zu Hause. Und ich weiß, dass das bei uns genauso sein wird, wenn wir zu Hause sind. Bestimmt, aber ja. Es ist einfach das Faktum und das haben wir von ganz vielen gehört, die Panamerikaner gemacht hat, dass es ungefähr zur gleichen Zeit plus minus Peru, wenn man von oben kommt, so der Moment kommt, wo es einfach zwischendurch einen anscheißt. Und das kann man nicht anders sagen als so. Und das klingt auch, wenn man es nicht macht, total jetzt wie... nicht nachvollziehbar und dumm und wie kann der sowas sagen vielleicht, aber es ist so, es ist das Leben unterwegs, so schön es ist und so gerne ich es mache, es ist auf eine andere Art anstrengend und es laugt aus und das sind so kleine Dinge, wie dass man im Supermarkt nicht weiß, wo man seine Sachen kriegt und dann, dass man nicht weiß, wo man tanken gehen kann und dass man nicht weiß, wo man heute Abend schlaft und sich um das kümmern muss. Es sind viele Dinge, die in der Freiheit, die damit kommen, halt auch, da kauft, mit dieser Freiheit kauft man sich halt auch die Kehrseite der Medaille dieser Freiheit, und zwar, dass man sich die ganze Zeit um irgendwas kümmern muss. Die Ungewissheit halt, also wenn man zu Hause ist, weiß man,
man hat einen Wohnungsschlüssel, man weiß, wo man wohnt, man weiß, wie das Bett aussieht und dass da schön warm ist und Wasser aus der Leitung kommt. Und gewöhnlicherweise der Kühlschrank voll ist. Und wenn nicht, ist der Supermarkt unten. Also das ist so das Gewöhnliche, aber man kann sich drauf verlassen. Und hier hat man natürlich Freiheiten, aber man kann sich nicht... Es ist ein sehr... Also das, was einem zu Hause manchmal an Reizen fehlt, so ich würde gern was erleben, hat man nach einer Zeit, nach einer längeren Reise einfach auch zu viel. Vor allem, wenn man so ein hohes Tempo fährt wie wir, wir haben das eh schon immer gesagt, wir wissen, dass wir schnell unterwegs sind, bei uns geht's halt nicht anders. Aber wenn man halt 2 Jahre hat und die Panama in 2 Jahren durchzieht, dann beballert man sich halt massiv mit Reizen. Und da kommt man zwischendurch einfach in so eine volle Überladung, wo man dann einfach sagt, okay, ich brauche jetzt eine Pause, einfach, dass das Hirn das wieder verarbeiten kann. Also das, was einem zu Hause manchmal an Reizen fehlt, hat man auf Reise manchmal, zumindest in unserem Tempo, einfach zu viel. Vorteil, wenn man halt unbegrenzt ist, dass man halt einfach sagt, gut, dann stehe ich halt mal länger irgendwo oder im Idealfall hat man vielleicht sogar eine Homebase und sagt, gut, ich stelle jetzt das Auto da ab und fliege mal 4 Monate nach Hause und reise dann nachher wieder weiter. Das wäre ultra geil, ist halt bei uns nicht drinnen. Also es ist wahnsinnig cool und wir sind wahnsinnig dankbar dafür, dass wir das machen können. Auf jeden Fall. Aber das soll man jetzt nicht falsch verstehen. Genau, aber... Man muss halt auch ein bisschen bei der Realität bleiben und das bleibt halt, oder das sieht man und hört man halt oft nicht, wenn man einfach nur so zu Hause vor dem Fernseher die Videos anschaut, weil da ist immer alles happy, happy und wunderschön. Oder wenn man sich das Reisen vorstellt, wie wenn man einfach länger auf Urlaub ist, das ist es definitiv nicht. Also ich fand Costa Rica wunderschön, es war mein Lieblingsland und trotzdem glaube ich, würde man es noch mehr genießen, wenn man nicht im eigenen Auto schläft, sondern in einem Hotel, wo man eine Klimaanlage hat, wo man eine Dusche hat, wo jemand anderes kocht und man nicht in dem 40 Grad heißen Auto auch noch in der Küche steht zum Beispiel. Ja, ist so eine Kleinigkeit, aber das über Wochen, halt nicht nur ein paar Tage, sondern über Wochen und das ist permanent, das zehrt. Und dann geht man zur Grenze, früh um 8, eh als erstes, hat trotzdem schon 35 Grad und dann dauert es 4 Stunden und dann gerade in Zentralamerika, jede Woche oder alle 2 Wochen diese Bürokratiefaxen da. Oder in Peru, man muss ja mal vorsichtig sein, was man sagt. Peru ist ein wunderschönes Land, hat tolle Ecken. Also wenn man eben ganz touristisch dorthin reist, glaube ich, ist man total fasziniert. Aber wenn man mit dem Auto da durchreist, dann hasst man einfach nur alle anderen Verkehrsteilnehmer. Ihr könnt euch nicht vorstellen, die Peruaner kennen keine Regeln, jeder will immer der Erste sein. Wir haben auch von einigen Unfällen in Peru gehört, wo natürlich nicht die Reisenden schuld waren. Auch uns hat einer mal kurz angeditscht, nicht tragisch, aber man hat diese tausenden Toppes, diese Bumper, dann sind die Straßen nicht immer gut und einfach nach so langer Zeit und wo Autofahren halt zum täglichen Geschäft so gehört, das war so unser Kipppunkt. Das ist uns schwer gefallen, das Schöne des Landes zu genießen. Es war einfach etwas zermürbend. Ja, also es kommen einfach viele Dinge zusammen, die man von außen gar nicht so sieht. Auch wenn wir jetzt ein paar Minuten darüber geredet haben, es lässt sich nicht beschreiben, man muss es fühlen. Jeder andere Reisende, den wir hier getroffen haben, glaube ich, würde unterschreiben, was wir sagen. Großteils. Ich habe noch kaum jemand getroffen, der gesagt hat, immer alles happy peppy und so. Nee, ist es auch nicht. Dann kommen eben so Sachen wie Reparaturen dazu, man fährt sich fest. Und das ist halt zu Hause, kannst du sagen, ja, wenn man Haus hat, ist auch immer irgendwas kaputt, aber so gebe ich im Internet einen Klempner in der Nähe und es ist einfach. Und hier muss ich erstmal jemanden finden, der mir hilft, der muss meine Teile haben, der spricht nicht meine Sprache, etc., etc. Ja, also wir wollen nicht jammern, aber es ist nur einfach die Realität, genau, dass es so ist. Wollen wir auch und das sagen, wollen wir auch niemandem vorenthalten. Genau, wir wollen nur sagen, es ist nicht immer nur so schön, wie es manchmal vielleicht sein mag. Alain Riedel schreibt, mit dem Reisen ist jeder anders. Mich zum Beispiel nach einer Woche auf einem Platz kotzt es mich schon an. Eine Woche war das Maximale, was wir je in einem Platz gestanden sind, in den letzten 2 Jahren, ja.
Also wir haben halt auch nicht, also klar, nach einer Woche wollen wir dann schon selber auch wieder weiter, ja. Aber wir hätten auch nicht die Zeit, dass wir groß, sonderlich viel mehr als eine Woche mal an dem Ort stehen. Es wäre nicht vorgekommen, das war nicht möglich bei uns, bei unserem Zeitrahmen, den wir halt haben. Also auch wenn wir jetzt vielleicht ein paar Fragen überspringen, wir versuchen später noch drauf einzugehen, aber weil es da gerade passt, mit Einbruch, Diebstahl, Kriminalität haben wir gar keine Erfahrung gemacht. Was nicht heißt, dass das nicht auch immer was ist, was irgendwie mitschwingt. Bin ich an dem Platz, wo ich stehe, sicher? Ja, und sieht man mal irgendwie einen rumschleichen? Ja, das ist eben, gibt einem auch andere Gefühle. Oft ist es so, dass man Schlimmeres über die Länder hört, als es in der Realität ist. Wir wurden von sehr vielen Menschen immer super freundlich empfangen. Aber das, man kann halt nicht ausschließen, dass was passiert, weil man hört ja eben auch negative Dinge manchmal. Also kann ich jetzt selber nicht verifizieren, wurde mir nur gesagt, dieser wunderschöne Platz da in Costa Rica, in Punta Uva, wo wir waren, der so einfach ultra paradiesisch war und bei uns einfach absolut nichts war, alles perfekt und super safe und super schön, habe ich von irgendjemandem gehört, dass da irgendein Deutscher abgeknallt wurde jetzt. Mhm. Also man weiß es nie. Ich meine, gut, es kann dir auch bei uns passieren, dass dich wer überfällt und absticht. Ja, vielleicht nicht abknallt, aber absticht kann dir genauso passieren. Also ich meine, bei uns jetzt in Europa. Aber das, ich glaube, davon darf man sich jetzt auch nicht zu sehr einschränken lassen. Wenn man so ein bisschen drauf schaut, wo fährt man hin und sich ein bisschen erkundigt. Man ist ja auch im Austausch mit anderen Reisenden, die auf der Strecke unterwegs sind und hat dann halbwegs gutes Empfinden, wenn man sich damit beschäftigt, wo darf ich hin, wo sollte ich vielleicht eher nicht hin. Das heißt nicht, dass dort, wo ich vielleicht nicht hin sollte, unbedingt sofort was passiert, aber da muss man dann auch ein bisschen selber wissen, wie viel man es drauf anlegen wollt. Plant ihr einen Besuch bei der Abenteuer Allrad? Ja, werden wir tatsächlich wahrscheinlich 2024 sein. Fun Fact, unsere erste Abenteuer Allrad, wir waren noch nie auf einer, wir waren sowieso noch nie auf einer Messe. Ja. Also, es würde in unseren Zeitplan passen. Wir haben es noch nicht hundertprozentig entschieden, aber wir sind erst einmal pro, wenn jetzt nicht irgendwie doll was dazukommt. Genau. Dann würden wir gerne da sein. Könnt ihr nach so einer phänomenalen Reise wieder einen 9-to-5-Job machen? Müssen wir. ja. Und auch das wollte ich vorhin sagen. Ich weiß nicht, ob jetzt irgendwer zu Hause große Augen macht. In der Zeit, wo ich Heimweh hatte, ich habe auch meinen Job vermisst. Ich habe einfach Menschen vermisst. Nicht nur meine Freunde und die Familie, sondern auch Arbeitskollegen, die ja zum Teil auch zu Freunden werden, aber einfach, dass wer um einen rum ist, dass man ja irgendwie das, der soziale Aspekt, mehr Menschen, mit denen man sich über den Tag austauscht, auch über verschiedene Themen, eben zum Beispiel jobrelevante Themen, das hat mir gefehlt und ich kann mich da auch wirklich wieder drin sehen. Klar, wenn es nicht ums Geld ginge, würden wir beide auch sagen, lass uns nur 20 oder 30 Stunden statt 40 oder 50 Stunden arbeiten. Ja, es ist natürlich immer eine Frage des Ausmaßes, aber generell, ich muss sagen, ich habe früher meinen Job gerne gemacht. Ich werde ihn auch in Zukunft gerne machen und ich bin sehr froh darüber, dass ich was gefunden habe, bei dem das so ist, dass ich sogar sagen kann auf der Reise, ich vermisse meine Arbeit. Ja. War, ist Reisemüdigkeit bei euch ein Thema? Ja, das haben wir jetzt, glaube ich, eh schon angesprochen. Reise ohne Zeitdruck wäre eine Lösung. Ja, wenn man genügend Pausen machen kann, ist das sicher eine Lösung. Ist halt bei uns finanziell nicht drin. Ich glaube, dass man dann einfach mit einer ganz anderen Einstellung primär losfährt. Da bleibt man immer und überall genau so lange, wie es einem passt. Man hat viel mehr Zeit zum Planen und all diese Sachen organisieren. Theoretisch kann man, ja, also ich glaube, dass es ein ganz anderes Feeling ist, was ich aber nicht kenne, weil es bei uns eben nicht so ist.
Ich weiß auch nicht, ob es, wenn wir es könnten, ein Thema wäre. Ich, wie gesagt, ich vermisse einen Alltag und Familie und Freunde zu sehr, als dass ich sagen würde, ich möchte jetzt dauerhaft reisen. Ist bei mir jetzt. Ich glaube, wäre bei mir auch so. Ich glaube, mein Idealzustand wäre ein paar Monate zu Hause, ein paar Monate unterwegs. Aber das ist jetzt nur so ein Bauchgefühl. Einfach, wenn man sagt, man hat das Beste aus beiden. Man reist ein paar Monate, stellt das Auto irgendwo ab, ist wieder zu Hause, hat wieder ein bisschen Ordnung und geordnet, kann sich tatsächlich auch erholen. Also das ist ja das, man hört so immer, ja, ihr seid ja 2 Jahre auf Urlaub. Nein, wir sind 2 Jahre auf Reisen. Das ist komplett was anderes, weil Urlaub ist Erholung und Reisen ist zwischendurch Erholung vom Reisen. Ja, also wir haben selber gesagt, wir brauchen jetzt mal unterwegs, wir brauchen jetzt mal unseren Urlaub und sind dann mal 4-5 Tage irgendwo gestanden. Also Reisen ist nicht Urlaub, das darf man da nicht verwechseln oder sich dem Irrglauben hingeben, dass alles happy-peppy, easy-peasy unterwegs ist. Du kannst mal darüber nachdenken, ob wir wen getroffen haben, die lange unterwegs waren. Ja, einige, also die unlimitiert waren, und die meisten machen es so, dass sie dann mal wieder eine Zeit lang zu Hause sind. Gerber LKW waren, glaube ich, lang unterwegs. Uli Manuela sind lang unterwegs. Länger, beziehungsweise unlimitiert eigentlich. Würde mich auch interessieren, wäre ein kleineres Fahrzeug besser gewesen? Hören wir häufig, und die gleiche Antwort, die ich immer gebe: Was bedeutet besser? Es gibt kein besser, es gibt nur besser für etwas. Wenn du sagst, du möchtest viele kleine Offroad-Trails fahren, dann ist ein kleines Auto besser. Wenn du sagst, du möchtest hier in Patagonien nicht dein Dachzelt aufbauen und dir die Sorgen machen, dass dir das Dachzelt reißt, so wie Second Shooter, bei den Windböen, die da einfahren, dann ist der LKW das bessere. Es gibt kein besseres Fahrzeug, es gibt nur ein Was, worauf lege ich Wert und worauf kann ich verzichten. Und natürlich, welches Budget habe ich? Das sind alles Dinge, die mitspielen. Man kann nicht sagen, besser oder schlechter. Das gibt es nicht. Ja. Wenn es ein bestes Fahrzeug gäbe, dann würden wir es alle fahren. Was wir nur sagen können. Wir können uns erinnern, oft in unserem Auto gesessen zu sein, andere Fahrzeuge in unserer Umgebung gesehen zu haben und gesagt haben, wir sind sehr froh, hier sein zu können, in dem großen Raum, mit einer Dusche, mit einer Toilette, mit einer Küche, total unabhängig. Also nehmen wir Schlechtwettersituationen. Keiner hat das gern, glaube ich, dass er nachts bei schlechtem Wetter aus dem Zelt kriecht und irgendwie in die Natur geht, um sein Geschäft zu verrichten. Das ist einfach was Unangenehmes. Das ist in einem LKW oder eigentlich in jedem Fahrzeug, was eine Toilette hat, Luxus. Oder eben natürlich, was man zu Hause immer hat. Wir waren froh, nie aus dem Auto zu müssen, wegen eben Schlechtwetter zum Beispiel. Oder jetzt, wo wir krank waren. Krank sein ist eh, weiß jeder, man plagt sich, man kämpft mit sich und seinem Körper. Da raus müssen oder keine Hygiene quasi zu haben oder wenig Platz in einem Zelt zu haben oder es kalt zu haben, weil man nicht heizen kann. Ich glaube, das macht dieses Elend, was man da hat, dann noch schlimmer. Also ich weiß, wir haben viele Momente gehabt, wo wir sehr froh über das Auto waren. Es gab wenige Momente, wo wir gesagt haben, das stört, wobei der Störfaktor für uns nie zu groß war. Ihr habt es gesehen, in Costa Rica bin ich oftmals vorne drauf gesessen und habe die Äste ein bisschen aus dem Weg geschoben. Hat uns das gestört? Ich glaube nicht. Wir würden uns jederzeit genauso wieder entscheiden, haben wir auch schon mehrfach gesagt. Für uns ist der LKW das richtige Fahrzeug. Das heißt nicht, dass von jedem für euch der LKW das richtige Fahrzeug ist. Ich glaube auch nicht, dass der LKW für Europa das richtige Fahrzeug ist, unbedingt. Zumindest nicht ein Steyr zum Beispiel. Also wenn du sagst, du bist jetzt nur in Europa unterwegs und du bist unbedingt ein LKW, dann würde ich sagen, kauf dir einen neuen, weil da hast du eh das Servicenetz. Und kannst wenigstens mit Euro 6 in die Städte rein. Also es gibt kein perfektes Auto. Vorteile in jeder Hinsicht, und jeder muss für sich abwägen, was für ihn wichtiger ist.
Hättet ihr die gleiche Reise auch mit einem normalen Camper gemacht? Die gleiche Reise sicher nicht, weil man halt dann einfach seine Strecke anpasst, aber man kann die Panamericana sicher mit einem normalen Camper auch machen. Ja. Ich würde vielleicht die Lagunenroute nicht unbedingt fahren, weil die war echt hart. Also, das waren mitten im Nirgendwo remote, ziemlich harte Piste, also wirklich harte Piste, teilweise Offroad, wo du halt einfach auch die Bodenfreiheit, die Fähigkeit des Autos brauchst, dich zu verschränken, etc. etc. Das kannst du dann halt mit einem normalen Camper nicht machen, aber das heißt ja nicht, dass man das unbedingt alles machen muss. Ja. Also, ja, kann man alles kann man machen mit einem anderen Fahrzeug auch. Man muss halt ein bisschen anpassen. Ich möchte einem Kommentar widersprechen. Ich traue mich. Ich zettel Ärger an. Nein, Jan K. schreibt, wir haben 19 Länder mit dem Kastenwagen bisher bereist und haben überwiegend nur freundliche Inländer getroffen. Das ist wunderschön und auch wir haben die Menschen, mit denen wir in Kontakt waren, fast waren alle freundlich. Einmal hat sich einer in Belize darüber beschwert, dass mir der war einfach angesoffen. Sein Spazierweg am Strand besetzen, obwohl das ganz egal war. Es kommt immer darauf an, wie man in den Wald reinruft. Was ich jetzt widersprechen will, ist, wir haben Geschichten gehört, da haben Leute auf freien Plätzen gestanden und dann standen einfach nachts welche mit der Machete vor dem Auto und haben die bedroht. Ich glaube nicht, dass sie sich irgendwas haben zur Schulde kommen lassen. Also ich glaube, manchmal kann man auch einfach Pech haben, egal wie respektvoll man sich gegenüber den Menschen und der Natur oder den Plätzen verhält. Es gibt überall auf der Welt, eben nicht nur jetzt in Nord- oder Südamerika, genauso in Europa, auch Idioten. Und ja, da kann man, glaube ich, manchmal machen, was man will. Manchmal ist halt einfach so, dass es dumm läuft und man zur falschen Zeit am falschen Ort ist. Es kann einen immer was treffen, aber im Schnitt geht man dir vollkommen recht. Die Leute, also im Schnitt, haben wir echt den Kontakt, den wir mit den Bevölkerungen hier hatten, der war super. Ja. Also, und wenn wir uns, einer von uns beiden sich unwohl fühlen würde, dann würden genau, wir kam auch. Auf jeden Fall weiterfahren. War jetzt nicht, haben wir uns, in der Nacht haben wir uns, glaube ich, nie bewegt. Das ist auch eigentlich meistens jetzt nicht so unbedingt empfohlen, dass man dann nachts fährt. Aber wir checken vorher, weil das, glaube ich, auch wer gefragt hat, eigentlich iOverlander ab. Das ist unser ja, ich kann schon wieder nicht sprechen. Ich habe gerade gelesen, ich bin nicht also multitaskingfähig, sorry. Meine Hauptquelle bei der Reiseplanung, iOverlander, hat einfach Unmengen an Informationen, Fotos, Kommentare. Wenn ich einen Platz finde, wo A, ausschließlich gute Kommentare von anderen Reisen drin sind und auch aktuelle, also nicht, dass es jetzt 5 Jahre her ist, dann habe ich schon mal ein gutes Gefühl. Dann schaue ich es mir meistens mit irgendeinem Street View-Satellit noch irgendwie an, um einen besseren Überblick davon zu bekommen, wie nah da jetzt zum Beispiel andere Leute wohnen oder so. Aber die Bilder auf iOverlander reichen eigentlich meist auch aus. Ja, und damit sind wir eigentlich immer gut gefahren, muss man sagen. Wie viele Kilometer seid ihr insgesamt bis Ushuaia gefahren? Wir haben in bekommen mit 76.000 vom österreichischen Bundesheer und haben jetzt 146.000, glaube ich. Also, ja, es braucht nicht mehr viel, dann ist er offizieller Zivilist, dann haben wir mehr als das österreichische Bundesheer gefahren, ab dann ist er wirklich offizieller Zivilist. Da war noch irgendwas, was ich beantworten wollte. Würde dir nach der Reise ein Video machen über diverse Dinge, also über die einzelnen Grenzen und so weiter. Das ist ja eigentlich bei uns in den Staffeln drin, das wollen wir nicht nochmal machen. Ein bisschen. Und in Zentralamerika haben wir auch schon mal erwähnt,
haben die Bird Boxes, ja, und bestimmt auch andere. Also wir wollen jetzt niemanden hervorheben oder vernachlässigen, aber wir haben immer bei birdbox.van oder so auf die Seite geschaut. Die waren halt immer genau ein paar Wochen vor uns da. Das heißt, und das war auch echt aktuell. Top dokumentiert. Das kann man schwer empfehlen. Das war echt cool von denen, dass sie das so, so gut und so genau reingeschrieben haben. Habe ich beim Video, wie man nach Guatemala über die Grenze sind, noch dazu erwähnt und glaube ich unten verlinkt ihre Seite. Also das kann man sich als Ressource dafür empfehlen. Ja, was wir auf jeden Fall machen wollen, ist auch natürlich die Staffel für Südamerika fertig machen. Also auch wenn wir zu Hause sind, bevor wir dann zum Arbeiten anfangen, das sollte sich ausgehen, dass wir bis dahin die Staffel fertig haben. Was wir auch machen wollen, ist, bevor die Staffel losgeht, wir haben ja eh schon gesagt, das haben wir bei irgendeinem anderen Livestream besprochen, glaube ich, dass wir ein Video zur Verschiffung machen wollen, Panama nach Cartagena, und noch ein Video, wir sind ja selber gesegelt über die San Blas-Inseln, praktisch von Panama nach Cartagena, also wir wollten nicht fliegen, wir haben diese Zeit, wo Yoda im Hafen bzw. auf dem Schiff war, so verbracht, dass wir gesegelt sind, weil es preislich aufs Gleiche hinausgekommen ist und wir so ja einerseits was erleben konnten, andererseits auch ein bisschen Kerosin gespart haben. Ja, das kommt dann als Überbrückung vor Staffel 5 wahrscheinlich. Aber wir machen auf jeden Fall Staffel 5 fertig und ich habe eigentlich geplant, dass ich ganz am Schluss wirklich noch einen vollen Film mache über die ganze Reise, also so 1,5-2 Stunden. Ja, nochmal die Panamericana. Als eins. Bisher ungezeigte Szenen. Nein, wir sind nicht einsam. Wir haben es eh schon gesagt, manchmal vermisst man halt die Menschen von daheim. Wir brauchen auch keinen Abstand zueinander. In der Tat sind wir ein Paar. Wir gehen uns eigentlich sehr selten auf den Keks. Wir sind ein Klebepärchen, wie manche sagen. Wir können gut die Zeit miteinander verbringen. Ist vielleicht auch nicht für alle was auf so kleinem Raum so lange Zeit, aber wir haben es bisher gut ausgehalten zusammen und wir werden es auch weiterhin, hoffe ich, gut aushalten. Engelbert fragt, warum hast du kein Synology in deinem Wohnmobil? Das steht zu Hause. Also unser NAS ist ein Synology, ich habe dann auch noch einen Proxmox-Server mit verschiedenen Linux-Servern drauflaufen. Das liegt bei uns alles. Also nicht bei uns zu Hause, wir haben kein Zuhause, das ist unser Zuhause, aber bei Familie, bis wir wieder mal irgendwann eine feste Bleibe haben, dann kommt es wieder dorthin. Aber ja, bei uns läuft alles zu Hause selbst gehostet. Da waren noch so ein paar Fragen, keine Ahnung. Hat Yoda von der Bergung einsinken Schaden davon getragen? Na ja, weiß ich nicht ganz. Nix Grobes auf jeden Fall. Wir hatten nach der Lagunenroute ein paar Dinge zu schweißen. Also bei uns hat es zum Beispiel hinten links die Federspange, die ist uns gebrochen, die haben wir schweißen lassen müssen in Argentinien dann. Das kann sein, dass die beim Einsinken gebrochen ist, aber sonst auf jeden Fall nichts. Nichts Gröberes, was kaputt war. Ja. Einer sagt, dass wir unser Astroblümchen mit einem andersbauten Starlink lösen könnten. Bei den Ästen hochzuheben geht es eigentlich gar nicht nur um Starlink, es geht auch um die Klimaanlage, die auch oben ist, und um Solar. Also wir hoffen natürlich schon, dass das Solar ein bisschen was aushält, aber wenn man so einen dicken Ast hat, der jetzt genau da oben drüber geht, dann muss das vielleicht nicht genau sein, dass er über die Solarpaneele kratzt. Das ist natürlich unser Energielieferant, auf den sind wir abhängig. Von dem sind wir abhängig und ich steige lieber einmal mehr aufs Dach als einmal zu wenig und dann ist was hin. Also Starbucks woanders oder flacher montieren wird uns nichts bringen, weil dadurch werden wir nicht niedriger. Ja. Wir haben unsere Höhe, die wir haben, und die Starbucks trägt dann nicht mehr auf, als wir eh schon haben. Also sie kommt in etwa auf die Höhe von den Astabweisern, aber nicht darüber hinaus. Zur Versicherung können wir sagen, wir haben in der Schweiz bei der Mobia eine Vollkasko. Soweit wir wissen, ist das die einzige Versicherung, die sowas anbietet.
Nichtsdestotrotz muss man in jedem Land, in das man reist, eine Haftpflichtversicherung abschließen. Wir haben das in Südamerika über, lass mich keine falschen Namen nennen, Claudia Metz und Klaus Schubert. Abgefahren.info. Ja, organisiert. Die haben es uns eigentlich für fast alle Länder, ich glaube alle Länder ab Peru, oder? Ja, inklusive Peru, wobei die Peruaner da so ein bisschen herumzicken könnten. Bei uns war nichts, wir hatten auch nur die, aber eigentlich wollen die manchmal da was Eigenes so sehen. Ja. Das war mal der Großteil Südamerika. Ansonsten gibt es die Versicherung entweder immer gerade an den Landesgrenzen oder du hast es online abgeschlossen. Ja. Also was war der große Player in Nordamerika? Seguro Gringo war das Einzige, was für uns ging damals. Ich nehme an, dass sich das nicht geändert haben wird. Mhm. Zentralamerika, das ist ebenfalls in diesem Video drin, wo wir nach Guatemala anreisen. Da waren die CA4-Länder drinnen. Und alles andere haben wir sonst an der Grenze beim Import gemacht. Ja, da kommt man aber dann schon rein. Das ist auch in der Regel kein Hexenwerk. Da gehst du in der Regel bei der Grenze zu irgendeinem Schalter und sagst, ich brauche eine Versicherung für so und so, legst dann $15 hin oder so und dann ist die Sache erledigt. Ja. Was machen wir mit Yoda, wenn wir zurück sind? Erstmal weiter drin leben. Genau. Geld sparen. Wir wollen die leeren Kassen möglichst schnell, effektiv wieder sparen. Das heißt in der Schweiz keine Wohnung mieten. Und wir sind es jetzt eh gewohnt, hier drin zu sein. Wir können uns das zumindest noch über die Sommermonate oder so lange, wie wir es halt aushalten, vorstellen. Dafür müssen wir halt natürlich einen geeigneten Platz finden. Das steht auch gerade so mit auf der To-Do-Liste. Oh, aber früher oder später werden wir uns eine Wohnung suchen und dann werden wir schauen, wo wir ihn abstellen. Wir wissen, in der Nähe bei manchen Campgrounds kann man auch parken oder wir kennen Leute, die vielleicht einen Bauernhof haben, wo man ihn abstellen kann. Müssen wir dann schauen, aber auf jeden Fall ist erstmal der Plan drin zu bleiben, einfach weil es finanziell Sinn ergibt. Wir haben das auch schon vor der Reise gemacht, dass wir drin gelebt haben und Vollzeit gearbeitet haben. Über den Winter war es ein bisschen anstrengend, insbesondere für die Judith, weil sie da, das war halt auch gerade Corona-Zeit, im Homeoffice war und dann den ganzen Tag zwischen Sitzgruppe und Bett hin und her gependelt ist und da fliegt irgendwann schon die Decke auf den Kopf. Im Sommer ist es sicher was anderes, vielleicht ist es auch im Winter, wenn wir zurück sind, was anderes, weil man halt jetzt einfacher rauskommt, wir stehen vielleicht woanders, das müssen wir dann alles spontan ein bisschen schauen, aber auf jeden Fall erstmal im Auto bleiben und ja, Miete sparen. Geld. Stefan und Löscheimer, vielen Dank fürs Kompliment und auch für die anderen Komplimente. Ich kann nur nicht jeden einzelnen erwähnen, aber die habe ich gerade beide gesehen. Vollkasko, ja, bei der Mobia Vollkasko versichert. Bei Explorer oder Mundo. Habt ihr Lust, Vorträge zu machen? Wenn irgendjemand fragt, klar. Also ist ja schön, das Ganze zu teilen. Also wenn irgendjemand da Interesse daran hat, schickt uns eine E-Mail. Ist unsere Schraube eine bessere Schraube geworden? es wird. Ich sag mal so, es wird. Ich sage das Gleiche, was ich immer gesagt habe, es ist kein Raketenantrieb, man kann es schon lernen, wenn man ein bisschen Arbeit und so weiter reinsteckt. Das heißt nicht, dass ich jetzt groß irgendwie was verstehen würde, aber ich habe beim, falls ihr den Kanal kennt, Steven auf Reisen, der baut gerade bei XCAP sich auch einen Steier aus. Bei dem habe ich jetzt vor kurzem kommentiert zu einem seiner Videos, da haben wir so ein bisschen geschrieben und habe ich geschrieben, mein Motto ist Learning by Breaking. Das heißt, ich mache einfach Dinge kaputt und muss sie dann wieder reparieren und so lernt man. Und ich glaube, so lernen auch die meisten unterwegs, die halt nicht irgendwie selber Kfzler sind. Und ich glaube, das ist auch okay so. Ich halte nichts von dem Glauben, dass man unbedingt 20 Jahre Kfzler sein muss, damit man unbedingt so eine Reise machen kann und dass es gar nicht anders geht, weil die meisten Leute, die Reise machen, sind keine Kfzler und die lernen es auch irgendwie und irgendwie kann man seine Probleme schon lösen. Also wenn man halbwegs
befähigt ist, sich Gedanken über Problemlösungen zu machen, dann schafft man das auch als Nicht-Kfzler. Praktisch ist natürlich, wenn man alles selber weiß, klar, aber wenn nicht, voll. Müssen wir auch immer sagen, gibt es eine ganz tolle Community, die man immer, kommt mir vor, zu jeder Tages- und Nachtzeit hilft und Erfahrungen austauscht. Und ja, also das eben, das ist der Punkt. Es gibt entweder hier Leute, die unterwegs, die sich besser auskennen als man selber und die einem helfen können, oder es gibt Leute zu Hause, die sich besser auskennen und einem helfen können, aber irgendjemanden, der einem helfen kann, findet man. Ja. Uns ist, ich will jetzt nicht unbedingt zu viel spoilern, aber uns ist ein kleines Ding gebrochen, 250 Kilometer vor Ushuaia, das einen kurzen Liegenbleiber verursacht hat. Und in diversen Gruppen, Overlanding, Chile etc. auf WhatsApp, habe ich dann schon wieder einen gefunden gehabt, der mir weiter nördlich zu einem Laden gegangen ist und mal nachgeschaut hat, ob er den Teil bekommt, und hätte es uns dann mitgebracht, wenn er unterwegs gewesen wäre. Also, wenn wir nicht schon wieder unterwegs gewesen wären. Ich habe das dann am Straßenrand geflickt bekommen, dass wir es jetzt zumindest bis daher geschafft haben, bis Ushuaia. Ich muss das noch vernünftig reparieren, aber ich habe ihn zumindest wieder fahrbar gemacht. Also, man findet immer irgendwie irgendwelche netten Leute, die einem helfen unterwegs. Das weiß jeder, der selber reist, wenn irgendwer Probleme hat, dass man sich einfach gegenseitig hilft. Ja. So, ich habe festgestellt, dass wir jetzt schon über eine Stunde online sind. Deswegen bin ich dafür, dass wir uns noch zwei Fragen rauspicken und dann zum Ende kommen. Eine ganz kurz, wollte ein Buch schreiben. Wir hatten zwischendurch mal bei der Reise überlegt, ich hatte auch mal ein bisschen was angefangen, so für mich aufzuschreiben, waren dann aber mehr auf Foto und Video fokussiert. Weiß nicht. Mal schauen. Mal schauen. Ich glaube, wir müssen mal das Projekt Video abschließen. Also Video im Sinne von, eben auch wenn wir wieder zu Hause sind, ist noch viel Material da, was wir verarbeiten müssen. Und das hat dann, glaube ich, erstmal erste Priorität. Und die zweite Frage, die ich mir ausgesucht habe, war, weil das eine schöne Abschlussfrage ist, was war die Location für uns? Sehe ich die Frage gerade nicht, aber wo hat es uns am besten gefallen? Ist natürlich eine schwierige Frage, aber von schönen Orten zum Abschluss zu reden, ist doch eine gute Idee, gut. Oder? Ich weiß jetzt nicht, ob Länder gemeint sind oder einzelne Stellplätze. Aus dem Bauch heraus hatten wir für mich einen grandiosen Stellplatz in Utah mit Blick über den Canyon, wo wir Feuer gemacht haben mit den tollsten Leuten zusammen. Das hat einfach alles gestimmt und Utah war ein an und für sich eine ganz schöne Gegend. Ich habe den Stellplatz in Punta Uva vom letzten Video geliebt, wo wir am Meer waren mit dem Karibikstrand nur für uns. War einfach genau das, was man sich vorstellt. Und von ganz anderer Szenerie noch waren wir vor kurzem in Patagonien an einem Stellplatz, an einem Fluss mit Blick über die Berge, grün, türkises Wasser, die Pferde davor, einfach das Patagonien-Traumbild. Das sind jetzt so aus dem Bauch heraus so meine drei Top-Stellplätze. Ich hätte gesagt, also bei mir war es so, ich habe mir von Anfang an von der Reise erwartet, dass es mir ganz oben und ganz unten am besten gefallen wird. Das war auch eigentlich so. Es haben mich ein paar Dinge überrascht unterwegs, zum Beispiel Kolumbien hatte ich irgendwie nicht so auf dem Schirm, hat mir total gut gefallen. Aber so richtig, richtig, richtig verliebt habe ich mich in Argentinien. Ein unfassbar schönes Land, unfassbar nette Leute. Es gab wieder Regeln auf der Straße, was sehr schön ist, wenn du gerade so aus Peru und Bolivien kommst und da ist einfach Krieg. Und du kommst wieder in ein Land, wo die Leute auch so richtig, also doppelte Trennlinie bedeutet auf einmal wieder was, solche Geschichten. Also unfassbar nette Leute. Es ist super billig hier unten, zumindest gewesen. Jetzt haben sie ja dadurch, dass sie jetzt den argentinischen Peso und den Blutdollar angepasst haben, wurde es auch für uns teurer. Aber es war echt, also wir haben um 33 Cent Diesel getankt, also
pro Liter. wir haben unfassbar gut gegessen hier und es war echt alles richtig günstig im Verhältnis und dabei noch wunderschön. Also man hat halt in Argentinien das, dass man sieht, das Land war mal reich. Das heißt, du hast halt wirklich wunderschöne Städte inklusive und vor allem da für mich Hals über Kopf in Mendoza verliebt. Das war so, wenn man mir jetzt sagt, ich muss mir eine Stadt aussuchen auf dieser Reise, wo ich leben will, dann würde ich instant sagen Mendoza. Wunderschön, wirklich unfassbar schöne Stadt und kosten dort nichts verhältnismäßig. Ja. Also echt ein Traumland. Ich bin schwer verliebt in Argentinien. Hast du noch ein anderes Land gesagt oder nur Argentinien? Ganz oben, ganz unten. Ganz oben. Aber USA und Utah waren ja schon auch... Hammer. Das ist ja nicht ganz oben, aber das war auch auf jeden Fall eines unserer Favoriten. Ja, wir entschuldigen uns für alle Fragen, die wir jetzt nicht beantworten konnten. Wenn wer was ganz dringend wissen will, könnt ihr das auch gerne nochmal so in den Kommentar schreiben, dann probieren wir das da zu beantworten. Habt ein wenig Geduld mit uns, weil eben wir sind auch auf Reisen und haben jetzt nicht immer Zeit, nur bei YouTube und bei den Videos zu hängen. Zeit hätten wir schon, aber es gibt halt auf Reisen noch andere Dinge zu tun, außer YouTube und Instagram. Aber wir bemühen uns, eure Fragen zu beantworten und für euch da zu sein. Und wir freuen uns, euch in der nächsten Staffel wiederzusehen. Ja. In unbestimmter Zeit wird die anfangen. Sie wird auf jeden Fall anfangen. Sie kommt. Wir halten euch auf dem Laufenden. Gönnt uns eine kleine Auszeit. Und dann gibt es wieder neues, frisches Material mit Motivation unsererseits. Ja, habt einen schönen Abend. Schön, dass ihr dabei seid. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Und Prost. Bis bald. Tschüss.